So, liebe Leute, wo sind die Jäger? Hand hoch. Das ist ein Scherz, oder? Rechts von mir, schau. Wunderbar. Die nächste Geschichte ist eine wunderbare Jagdgeschichte von zwei Jägern. Der eine ist schon lang und erfahren. Das ist der Waldemar und der zweite, ein Neuling, der Herr Primar. Die gehen miteinander auf die Jagd. Und alles, was in dieser Geschichte passiert, hören Sie in den nächsten 3,5 Minuten. Neulich sitzt der Waldemar mit dem Neuling, dem Herrn Primar, auf warm Hochsitz. Sie warten auf ein Kind. Die Nacht war lang, des Herrn Primar gut getrunken, war wunderbar, es bleibt ein Spitz. Wo bleibt nur das Kind? Waldemar, der lauert auf das Rehlein. Und der Primar, der schließt bereits die Eichlein. Wacht doch auf, beide sitzen sie gebannt und der Finger am Abzug spannt, was Berlin ist, wenn einer müde ist. Dein Geist, bald immer heute blind fest und der Primar schläft schon wieder fest. Da stupst der Wald im Magen fest in die Rippen des Herrn Primar, der schreckt sich sehr. Ein Schuss verlässt sich mehr. Erstes können Sie doch hier nicht machen. Sie haben tatsächlich in meinen Rucksack geschossen. Und der Primar, so bleiben Sie ruhig, nichts passiert und ich bin so mir und es ist fix. Cheers, my honest boy, this kid's. Cheers, my honest boy, this kid's. Cheers, my honest boy, this kid's. Herzlichen Dank, merci. So, liebe Leute, den nächsten Song widme ich allen Damen und natürlich auch allen Herren an ihrer Seite. Ich habe das Recht herausgenommen, über den Inhalt einer Damenhandtasche den nächsten Song für Sie darbieten zu dürfen. Ich glaube, da passiert sehr, sehr viel drin. Ich weiß, da ist sehr, sehr viel drin. Das Leben einer Frau spielt sich hundertprozentig in ihrer Handtasche ab. Also lauschen Sie doch den nächsten Zeil. Im Original, I've got you under my skin. Für Sie heute, ich weiß, da ist sehr viel drin. Sehr viel drin. Ich hab längst einmal reingeschaut. Dann habe ich den eigenen Augen nicht traut. Ich war's doch, ich sehr viel drin. Ich war's doch,
Haus. Das Leben einer Frau geht hier ein und aus. Die Wohnung, das Studio und das Büro. Am liebsten von Louis Vuitton. Ein DM, ein Merkur, ein Spar, eine Drogerie und ein Reisebüro. Eine Nogiak-Sammlung, ein alter BH und ein Speiskarten von Dom und Co. Dabei ist da noch viel mehr drin. Je tiefer ich eine sehe, umso mehr erstaune ich. Gehe tiefer, da merke ich, bin erst im obersten Stock, drunter ist schon ein Rock. Und ich weiß doch, ist sehr viel drin. Natur, eine Banane und eine Sellerie, ein halber Burger von einem Händel, Haxener Spur und ein Auflauf mit Brokkoli, Mineral, Prosecco, Kondome und ein zweiten Slip. Dies ist dein Tipp, wer weiß, wenn du sie berührt, dann noch verführt, denkt sie nicht. Ich glaub, da ist noch was drin. Und ich weiß, das macht gar keinen Sinn. Hans, ob sie hat in ihrer Tasche alles drin. Hans, ob sie hat in der Tasche alles drin. Merci. Ich muss Ihnen was gestehen, ich habe ja quasi den Rick ins kalte Wasser geschmissen, weil wir sind einfach rausgekommen mit dem Programm und der gute Mann hat nicht gewusst, was auf ihn zukommt, deswegen großer Applaus für dich und ein großes Dankeschön für diese schöne Spontanität des Programms. So, geschätzte Damen, was nach dem Schreiben in meinem Kopf quasi sich aufgetan hat, ich habe ein ganz, ganz wichtiges Teil vergessen, was mindestens ein bis zweimal in jeder Damenhandtasche vorhanden ist. Das ist natürlich das wunderbare Handy. Was wären wir in der heutigen Zeit ohne diesem beschissenen Handy, wo wir glauben, wir müssen mit Gott und der Welt kommunizieren. Und wenn wir es daheim vergessen, drehen wir natürlich wieder um, gehen rauf und holen dieses Handy zu uns, weil wir glauben, wir können keinen Tag ohne dieses Mobiltelefon leben. Einer, der war bis vor zwei Wochen ein glücklicher Mensch, das war der Hans. Der hat ohne Handy gelebt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er es bekommen hat. Na, nicht, na, na. Und auf einmal war das Leben des Hans nicht mehr so, wie es vorher war. Also, Have You Met Miss Jones? In diesem Fall, was ist mit dem Hans? Was ist mit dem Hans? Seit der sein Ex-Handy hat, ist der Hans uns fällt.
lieg fremd. Was ist mit dem Hans? Auf einmal kommt er immer zu spät. Den Hans, den kennst du auf einmal nicht. Er ist auf Twitter, Facebook sie und auch eine neue Freundin. Aber das ich checkt aus dem Internet. Der Hans, der schafft es nicht. Es wird ihm zu viel, der kennt es nicht. Es ist Zeit, dass ihr werdet. Merci, herzlichen Dank. So, liebe Leute, heute spielen wir natürlich das Programm durch. Normalerweise machen wir immer nach 30 Minuten eine ganz kurze Pause, nachdem wir schwere Raucher sind. Aber das wird immer schwieriger mit der Raucherei. Ich höre dich schlecht, aber trotzdem höre ich dich gut. Schau, ein Raucher. Der nächste Song gilt dem Herrn zu meiner Rechten. Genau. Also Cheek für Cheek. Also rauch ich dann noch weiter, Cheek für Cheek. Aufhören, endlich aufhören. Warum hab ich dafür nicht den richtigen Blick? Therapierend reduzieren, Stück für Stück. Doch davor rauch ich noch weiter, Cheek für Cheek. Morgen früh wird alles anders. Das ist Leben, morgen früh geil doch dem Aufstehen, los ist Rauchen einfach stehen. Und da geht's mir sicher besser, weil ich so vernünftig bin. Nikotin befreit im neuen Geil, denn ich trau Disziplin. Nur Anzug, alles ne Zigarette, auch wer das will ich nicht, oder ich kann das nicht. Wie alternativ den Cheek mit Krieg. Morgen ist die Zeit vorbei mit Blätter.
Hanslauer. Was für ein schöner Name. Was ist mit dem Hans? Der liegt auf der Lauer. So, liebe Julia Hanslauer, du wirst dringend quasi vor dem Bühnenbereich erwartet. Deine hochschwangere Freundin hätte die gern. Danke. Ist schon so weit? 4 Wochen. Also 4 Wochen, das geht noch. Aber trotzdem, liebe Julia, komm doch her.